Ja, salut, bienvenue, mes amis. Hier ist der Kurs Filmwelt und heute geht es mal in meiner Filmreview um ein Beziehungsdrama aus dem Jahr 2019. Darin waren in der Produktion Frankreich, Belgien und Luxemburg dran beteiligt und ich habe den gestern gefunden und dachte, ach ja, ich habe ihn gesehen, der sieht nicht schlecht aus, ja. Und diesbezüglich möchte ich euch gerne ein bisschen einen kleinen Eindruck dazu vermitteln. Vielleicht ist er ja auch was für euch. Die Hauptrollen spielen darin Barbara Sukowa, die man aus Deutschland ja auch noch kennen sollte. Sie ist ja dann international auch sehr bekannt geworden ab den 70er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Und Martine Chevalier spielt auch eine Rolle mit, die mit diesem Film, ganz besonders mit diesem Film, hier in Deutschland auch dann sehr bekannt geworden ist mit dem Film Wir beide. Es geht dabei um ja, eine Frauenfreundschaft, die schon bereits seit 20 Jahren Bestand hat. Und ja, Frauenfreundschaft, das ist dann schon, muss man so verstehen, wie man es vielleicht jetzt im zweideutigen Sinne verstehen auch gleich möchte. Nämlich, die beiden haben seit 20 Jahren eine, ja, Affäre, kann man so sagen. Martine Chevalier spielt darin, ja, wie heißt sie? Mado, ich sag mal Mado, Madeleine, ja. Und sie hat eigentlich immer ihr Leben so gelebt, wie andere es eigentlich meinen, wie es richtig wäre, in Anführungszeichen. Nämlich, sie war eine Frau vom Mann, sie war verheiratet, hat zwei Kinder in die Welt gesetzt mit diesem Ehemann, und zwar Anne und Frederik, die jetzt mittlerweile schon groß sind. Mado, ich nenne sie mal Mado, denn sie wird von ihrer Freundin dann auch immer so genannt, weil ja halt ein Spitzname ist. Und was soll man sagen? Mado hat auch noch schon Enkelsohn, der ist so 8, 9 Jahre vielleicht. Und eigentlich verstehen sie sich alle sehr gut. Aber es gibt ein kleines Problem. Mado hat ihren Kindern noch nie gesagt, dass sie eigentlich, naja, zumindest zweigeschlechtlich auf der Spur ist. Ja? Sag's mal so, wie es jetzt ist. Nina, also die von Barbara Sukowa dann gespielt wird, ihre Freundin, die seit 20 Jahren eigentlich an ihrer Seite ist, möchte das eigentlich gerne, dass es anders wird. Sie drängt jetzt nicht unbedingt Mado dazu, es ihren Kindern zu sagen. Allerdings haben sie jetzt vor, tatsächlich ihren Lebensabend, sie sind jetzt beide schon in den 70er Jahren, also in den 70er Jahren vom Alter her, haben es eigentlich geplant, ihren Lebensabend quasi in Italien zu verbringen, also in Rom direkt, denn da müssen sie sich irgendwann mal in jungen Jahren kennengelernt haben. Ja, und ja, das ist so ein Traum von ihnen. Sie hören auch gerne einen ganz besonderen italienischen Schlager, wozu sie immer gerne tanzen und sich ihren Träumen hergeben. Und aber sie sagt, ja, naja, Mados Mann ist jetzt schon seit längerer Zeit verstorben, sie ist also bereits Witwe. Und dennoch kann sich Mado dazu nicht entscheiden, ihrer Familie zu sagen, wie es halt aussieht. Und Nina sagt ihm, eigentlich interessiert das in der heutigen Zeit niemanden mehr. Ja, da denkst du völlig quasi veraltet. In den 70er Jahren war es ja noch so, also in den 1970er Jahren war es ja so, dass man das lieber verdeckt hielt, weil es kein gutes Licht auf die Personen dann warf oder so, oder weil eben noch sehr viel, ja, weil man eben sehr viel noch darüber dachte, dass nicht in Ordnung sei, was zu keiner Zeit gestimmt hat. Ja, möchte ich mal auch hier ein Statement meinerseits mal abgeben. Und Mado ist da aber noch sehr, ja, zurückhaltend. Also nun aber allerdings sagt sie auch zu Nina, ich werde das tun, ich verspreche es dir jetzt besonders auch, weil wir jetzt nach Rom wollen und dort für immer leben wollen. Ja, irgendeinen Grund müssen wir da angeben und ich mache das. Also sie hat sie aber in der Vergangenheit schon öfter versprochen und nie gehalten. Nun ja. Die beiden, Nina und Mado, wohnen auch in dem gleichen Haus, auf der gleichen Etage. Also es ist ein Mehrfamilienhaus. Aber sie haben wohl die Wohnungen jeweils für sich damals gekauft. Also ist quasi eine Eigentumswohnung. Und um das Geld zusammenzubekommen, um nach Rom für längere Zeit zu können, eigentlich ja dann für immer, ja, wollen sie jetzt, also will vor allen Dingen Mado jetzt erstmal ihre Wohnung verkaufen. Sie hatte also einen Inspizenten, also sagen wir mal einen Immobilienmakler, ja, den sie angerufen hat, angeheuert dafür hat, dass der ihre Wohnung ja quasi besichtigen soll.
um ihr dann zu sagen, wie viel diese Wohnung wert wäre, dann was sie dafür bekäme. Und die Wohnung ist sehr groß geschnitten. Es sieht zwar eigentlich gar nicht so aus, man denkt so, okay, ja. Also da habe ich schon deutlich andere Wohnungen in Frankreich gesehen, die deutlich weiträumiger mir erschienen. Ja. Und die Wohnung ist auch sehr dunkel gehalten. Allerdings sagt der Immobilienmakler, jo, also ist schön weitläufig die Wohnung und die Zimmer liegen alle, also sind keine Durchgangszimmer. Es passt alles exakt. Sie würden dafür tatsächlich so ungefähr ja, 250.000 Euro bekommen. Ja. Ist ja dann schon Euro gewesen 2019. Und Malo freut sich natürlich auch. Hat aber jetzt auch dann in den Tagen auch noch Geburtstag. Ja. Und da kommen jetzt die Kinder natürlich, also Anna oder Ann, vielmehr Anna, nee, nicht Anna, ja, Anne, also Anne im Deutschen, Ann, ja, und Frederik. Und Anne ist selbst, ihre Tochter ist selbst eine alleinerziehende Mutter, die bringt dann noch ihren Sohn mit, der jetzt dann, also der Enkelsohn von Mado ist. Und ja, es war jetzt ausgemacht mit Nina, dass Mado jetzt endlich mal Tacheles redet, ja, wie ihr Herz schlägt, wie ihre Gefühle sind und überhaupt und sowieso. Man merkt auch in dem Film direkt, wie sie hippelig wird innerlich, dass sie unruhig wird. Und selbst der kleine Enkelsohn fragt seine Großmutter dann sehr eindringlich, Oma, geht's dir gut? Ja. Sie sagt, ja, sie ist aber wie abwesend, aber sie reagiert dann schon noch und sagt, ja, es geht mir gut, es ist alles in Ordnung, ja, was ist denn? Ja, es kommt mir so vor, dass dich was bedrückt. Geht es dir wirklich gut? Also das fand ich süß von dem Jungen, ja, dass der sich wirklich so auch wirklich um die Belange der seiner Mitmenschen schon so in jungen Jahren und dass der das auch so mitbekommt, aber sich darum dann auch kümmert, ja, und sorgt. Und Mado sagt ihm dann auch, ja, es ist alles gut. Und als es dann natürlich dazu kommt, dass sie den Kindern das jetzt sagen will eigentlich, ja, stottert sie schon mal so rum. Das ist schon mal ganz toll, ja. Sie stottert da so rum und die Kinder fragen dann auch, Mama, was ist denn los und so, hast du was auf dem Herzen, sag uns doch und so. Ihr Sohn Frederik, Marlos Sohn Frederik, der ist eher so, ja, es war auch nett und so, aber ich weiß nicht, also er kann nicht so mit der Mutter, also irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum es eigentlich so ist, weil irgendwie erhält ihr vor, sie hätte nur ihr Leben für die Kinder geopfert und für ihren Mann und für sie gäbe es eigentlich, hätte es niemals einen anderen Mann gegeben als der Mann, der jetzt verstorben seit längerem schon ist und sie lebt eigentlich gar nicht ihr Leben. So, wären ja eigentlich die besten Voraussetzungen dafür, dass Mado jetzt sagen würde, ja mal, mache ich aber doch, ja, und zwar sieht es mal so aus. Da das Verhältnis aber sehr schwierig ist mit besonders Frederik, glaube ich auch, dass sie da das Problem sieht, wenn das dann geschieht, dann verliere ich mein Kind vielleicht ganz und gar, obwohl einem das dann auch vielleicht ein Stück weit egal sein sollte. Allerdings ist mein Kind, ne? Also von daher denkt man doch schon mal anders. Nina zum Beispiel hat nicht die Probleme. Da sieht man nicht, dass sie irgendwie ein Kind hat. Das kommt auch nicht zur Sprache. Sie ist ungebunden und frei, ja? Und hat einfach ihr Leben immer gelebt. Und das ist natürlich ein großes Manko für Mado, dass sie eben trotzdem ja auch auf andere Rücksicht nehmen muss. Aber immerhin macht sie das heimlich schon seit 20 Jahren. Ja? Und als es dann zu dem Punkt kommt, traut sie sich dann doch wieder nicht. Ja? Sie hat eine Ausrede dafür, was sie jetzt den Kindern eigentlich sagen möchte. Und das nehmen die Kinder dann auch so hin, ja, weil es ist irgendwas, ja, es ist ja was Alltägliches, ja. Und die Kinder sagen, ja, okay, ja, es ist super schön und so, ja, und hauen dann auch wieder ab nach dem Geburtstag. Für Nina wird dann aber sehr schnell ersichtlich, dass Mado wieder mal sich nicht getraut hat, sich zu outen. Ja. Und langsam reißt ihr der Geduldsfaden, denn sie wollen eine Beziehung offen jetzt führen. Sie haben sich dazu entschlossen, ins Ausland zu reisen, nach Italien, dort für immer zu leben. Und was soll's jetzt? Ja. Und als dieser Immobilienmakler dann nochmal da ist, wegen der Wohnung, reißt Nina quasi der Geduldsfaden und sie stellt
Das sollte man vielleicht auch nicht machen. Allerdings kann man es vielleicht nach 20 Jahren wirklich verstehen, der Geduldsfaden. Und sie stellt Madob quasi in der Öffentlichkeit völlig bloß vorm Immobilienmakler, weil sie Madob damit zeigen will, heutzutage interessiert das keinen Menschen mehr, ob man jetzt gleichgeschlechtlich liebt oder ob man so zwischenmenschlich liebt, Mann und Frau, so wie die Gesellschaft das gerne sehen würde. Ja, das ist heutzutage nicht mehr, also es ist egal, wer wen liebt, das ist in Ordnung. Ja, Hauptsache, man liebt sich und ist gut zueinander. Und da setzt sie jetzt quasi Mado völlig unter Druck und zwar und stellt sie auch bloß, wie gesagt, vom Immobilienmakler, der völlig verdutzt ist und gar nicht weiß jetzt, wie er sich natürlich verhalten soll. Ja, er kennt die beiden Frauen weiter nicht, er hat bloß das Geschäft jetzt mit denen abzuwickeln im Grunde oder vielmehr mit Mado und denkt, was ist denn da los? Ja, okay, aber Mado ist natürlich wie vom Kopf geschlagen und findet das auch jetzt gerade nicht so rosig. Ja, und ist natürlich auch jetzt, ja, man kommt sich da natürlich doof vor, ja, wenn man einfach so vom fremden Menschen da bloßgestellt wird. Also das konnte ich auch wirklich verstehen, auch als Zuschauer dann, auch wenn man im Hinterkopf hat, dass 20 Jahre jetzt vergangen sind und Mado einfach immer niemals was irgendwie zumindest versucht hat zu erklären, ja, oder öffentlich zu machen. Nun ja, das Problem ist dann weiterhin, dass die beiden sind ja nur ein bisschen zerstritten, aber jetzt nicht auch so sehr, dass man das nun alles vorbei wäre mit der Beziehung. Nein, aber eines Tages erleidet Mado leider einen Schlaganfall. Ja. Ich weiß nicht, ob es jetzt durch irgendwie vielleicht dem Alter bedingt ist oder irgendwas anderes oder ob sie das alles zu sehr 20 Jahre natürlich unter Druck gesetzt hat. Jedenfalls ist es so, wie es ist. Sie erleidet leider einen Schlaganfall. Nina findet sie in ihrer Wohnung, die wohnen gegenüber und Mado hatte sich gerade etwas zu essen gemacht und es riecht so ein bisschen verbrannt und Nina hat natürlich einen Schlüssel von ihr, ja, wir haben beide einen Schlüssel voneinander und sagt, was ist denn hier los und findet sie leblos auf dem Boden und ruft dann auch gleich einen SAMU, also es ist so ein Sanitätswagen, also wie quasi Notruf, ja, ein Krankenwagen, ja, heißt in Frankreich SAMU. Und ja, da wird dann auch festgestellt, dass sie halt jetzt erstmal, weil der Blutdruck wohl auch viel zu hoch war, ja, sie jetzt erstmal leider einen Schlaganfall bekommen hat. Und weiß jetzt nicht, ob sie dann generell erstmal, sie wird nämlich auch beatmet, ich weiß nicht, ob sie dann ins künstliche Koma versetzt wurde oder so, das wird nicht ersichtlich, aber sie liegt erstmal und kann nicht reden und alles. Man sagt dann auch, sie muss jetzt medikamentös eingestellt werden und erstmal sehen, welche Folgeschäden bleiben werden. Anfangs ist sie dann erstmal auf einen Rollstuhl angewiesen und kann nicht sprechen, leider, sodass es vonnöten ist, dann eine Pflegekraft für Mado zu beauftragen. Denn sie kann jetzt nicht mehr alleine leben im Grunde. Nina kann ihr ja jetzt nicht helfen, weil dann würde es schneller auffliegen, dass die beiden eine Beziehung haben. Und ja, was soll man sagen? Ja, sie kommt jetzt auch nicht direkt ins Pflegeheim. Die Tochter von Mado hat es dann so gemacht, dass sie eine Pflegekraft ja quasi bestellt hat, die sich Tag ein, Tag aus um Mado kümmert. In ihrer Wohnung, denn die ist ja groß und geräumig. Und ein Fahrstuhl ist auch drin in dem Haus. Also von daher passt da auch ein Rollstuhl gut rein und man sieht auch, das funktioniert sehr gut, ja. Natürlich ist jetzt Nina in der Situation, dass sie jetzt natürlich nicht einfach mehr ein- und ausgehen kann in der Wohnung von Mado, ja, ist ja klar. Jetzt würde das ja umso mehr auffliegen, weil jetzt auch die Tochter natürlich umso öfter kommt und schaut, ob alles mit Mama in Ordnung ist. Nina lässt es sich aber dennoch dann nicht nehmen, als Mado dann wieder nach Hause kommt, gleich zu ihr an die Wohnung zu gehen, also an die Wohnungstür und zu fragen dann, ob sie Mado sehen kann. Sie sind Nachbarn und auch ein bisschen befreundet und so. Sie möchte einfach wissen, wie es ihr geht. Und diese Pflegekraft sagt dann, nö, ja, ist jetzt 20 Uhr, ich habe die ins Bett gesteckt. Ja, dachte ich, toll. Ja. Wie, als wenn man noch wie ein kleines Kind ist, ja, und einfach, ja, sie muss sich halt ausruhen. Gut, sie muss sich natürlich schonen, ja, aber einfach so rigoros, dass zu sagen, nö, es darf sie jetzt keiner mehr sehen, als hätte die Oberhand über sie. Ja, also das fand ich wirklich auch schon wieder unmöglich. Ja, und diese Pflegekraft erscheint mir auch nicht sehr freundlich. Also die kommen mir ein bisschen sehr suspekt auch irgendwie vor, ein Stück weit.
Und aber Nina lässt sich da nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Pflegekraft hat ihr gesagt, sie soll am nächsten Morgen noch am besten kommen, da ist dann Malo wieder wach. Und das macht dann Nina auch und kommt da gleich an und sieht dann eben auch, dass Malo völlig, ja, also sie bekommt schon was mit, ja, sie sitzt im Rollstuhl, aber sie ist natürlich sehr schwach und ein bisschen wie abwesend natürlich. Und Nina fragt dann auch irgendwann, bekommt sie überhaupt mit, was wir hier besprechen und was wir sagen und so, weil sie versucht natürlich, so ihr Zugang zu finden. Die Pflegekraft stellt sich auch so ein bisschen merkwürdig an, also so richtig Pflegekraft, ich weiß nicht, wo die herkam, ja. Also wo die aufgegabelt wurde, keine Ahnung. Die stellt sich auch wirklich so ein bisschen dämlich an, muss man ehrlich sagen. Und ja, wenn sie zum Beispiel dann auch mal Mado mitnimmt zum Einkauf und so, nein, sie dürfen nicht mitkommen, sagt sie dann auch zu Nina, weil Nina natürlich immer durch den Spion schaut, wann die gehen und kommen und kommen und gehen, ja. Und weil sie irgendwie natürlich irgendwie abpassen möchte. Und dann sagt diese Pflegetante da einfach, nein, sie dürfen nicht mitkommen, ja. Wie bitte? Da frage ich mich mal, also die Pflegekräfte erlauben sich ziemlich viel mitunter, möchte ich mal jetzt mal so als eigenes Statement mal nehmen, ja. Margot kann sich natürlich nicht äußern und das nutzt die natürlich aus, ja. Naja, finde ich nicht gerade prickelnd. Auch die Tochter von Margot bekommt mit der Zeit mit, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert mit der Pflegekraft da, ja. Also die sind ein bisschen sehr merkwürdig und irgendwie an der Tochter von Mado passt da einfach vieles nicht so in den Kram. Ja, weil Nina natürlich merkt, dass selbst schon so irgendwie, sie horcht ja auch an der Tür, ja, so ein bisschen immer und also sie stalkt so ein bisschen die ganzen Leute da. Aber sie bekommt wohl so mit, dass Ann nicht gerade so sehr mit dieser Pflegekraft so übereinstimmt, ja, also dass da irgendwas im Argen liegt. Und das nutzt Nina dann natürlich für sich aus. Sie hat ja auch immer noch einen Schlüssel von Malos Wohnung und deshalb geht sie dann mal, als die Pflegekraft auch mal selbst eigenständig irgendwo hingeht, in die Wohnung und redet mit Mado und macht sogar Musik an, also ihr Lieblingslied da aus Italien und so. Und da reagiert dann Mado sofort und Nina bekommt dann auch sehr schnell mit, dass es sich eigentlich bessert, ja, dass sie quasi ist nur unter der Fuchtel von dieser Pflegekraft ist und sie weiß natürlich auch nicht direkt, inwieweit Ann dort ihre Hände im Spiel hat, dass ihre Mutter vielleicht ja, gehemmt wird in der Genesung. Ja. Als eines Tages dann die Pflegekraft nach dem Einkauf oder sonst was da wieder nach Hause kommt, sieht sie dann Nina immer noch in der Wohnung von Mado und sagt, was suchen Sie denn hier und so, ja, was machen Sie hier und pipapo tralala und ja, Nina ergreift jetzt die Initiative, ja, die sagt, was machen Sie eigentlich mit Mado, ja, wie behandeln Sie sie überhaupt und ich glaube auch, dass es eigentlich schon, dass sie viel mehr Fortschritte schon machen könnte, ja, denn sie merkt sehr wohl, dass Mado auch schon mal aufsteht, schon wieder ein bisschen rumläuft und so und sehr viel mehr reagiert, als man es meinen könnte jetzt als Außenbetrachter und ja, es macht ihr dann quasi wie so ein Angebot, was sie vorher schon gemacht hatte, nämlich, dass sie dabei sein möchte und der Pflegekraft zur Hand gehen mag, eigentlich, um ihr ein bisschen Unterstützung zu bieten, eben dass Mado mit ja, Freunden zusammen ist und die Pflegekraft das sogar noch leichter hat in der Pflege, was diese aber nicht will. Aber jetzt, wo ja, diese Pflegekraft sie einfach allein in der Wohnung gelassen hat, ohne jetzt irgendjemandem Bescheid zu sagen anscheinend, setzt sie quasi die Pistole auf die Brust und sagt, ja, pass mal auf, also sie macht da wirklich Druck, ja, und bietet ihr Geld an, damit sie quasi die Klappe hält. Und sie stellt sich dann auch ganz gut mit an, die dann eines Tages da auch in der Wohnung ist und ja, sagt, ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn Sie meine Mama mitpflegen und so, ja, wenn Ihnen das hilft auch oder wenn Mado zu Ihnen, also meine Mama zu Ihnen gutes Verhältnis so hat, freundschaftlich, warum nicht, ja, hab ich nichts dagegen, es ist mir sogar recht angenehm, weil dann ist Mama auch nie allein, Sie passen gut auf Sie auf, Sie sind auf einer Etage, ja, prima, ja, und das passt der Pflegekraft da überhaupt nicht, ja, die will wieder mal das Zepter in der Hand haben. Und das ist wirklich eine Frechheit, wie manche Pflegekräfte meinen, irgendeine
Person, die gerade jetzt wirklich auf Hilfe angewiesen ist, einfach auszuboten und zu sagen, interessiert mich nicht, ich kann sie sowieso nicht wehren und ich kann sowieso nichts sagen und weiß ich was, ja. Jo, kann ich hier machen, was ich will, ja. Also das ist so eine Unverschämtheit, ja. Und so läuft es ja oft auch ab, ja, was also dieser Film auch wirklich mal in den Vordergrund auch stellt. Natürlich so ein bisschen jetzt nicht in ausführlicher Sache, ja, aber dass man weiß, schon klar, ja, ist alles logisch, ja. Und das passt jedenfalls der Pflegekraft überhaupt nicht. Und irgendwie braucht die sowieso mehr Kohle, ja. Eines Tages soll sie nämlich eigentlich mit dem Wagen von Mado, glaube ich, ja, um was erledigen. Und die fragt dann auch, kann ich ihren Wagen da haben und so. Und die Tochter sagt dann, ja, okay, können Sie ja machen, ja, aber passen Sie bitte auf, dass da nicht jetzt ein Unfall oder so passiert. Pipapodrala. Und das nutzt Nina dann völlig aus. Weil sie sagt, oh ja, diese Pflegeperson, ja, also diese Pflegekraft da, die will ich ausboten, ja, ich will, die muss weg quasi. Und sie zertrümmert dann mal kurzerhand das Auto von, ja, dass der Pflegekraft quasi geliehen wurde. Ja, und da schiebt das wird natürlich der Pflegekraft dann in die Schuhe geschoben, was jetzt nicht gerade auch nicht berauschend ist. Ja. Aber somit wird die dann quasi, ja, wie ausgebotet und ist jetzt natürlich total. Sie kann ja nicht sagen, was da los war in der Wohnung, ja? Denn Nina hatte ihr auch schon Kohle angeboten dafür, dass sie ja quasi auf Stillschweigen darüber verwahrt, dass eigentlich Nina jetzt das Ganze übernimmt, das hat dann ja entnimmt, ja. Nun ja, nun gibt es natürlich dann noch so eine Erpressersache, ja, weil sie sagt dann, jo, gut, ich gebe Ihnen die Kohle, ja. Denn die Pflegekraft sagt, ja, jetzt muss ich ja gerade erst recht hier arbeiten, weil ich muss die Reparaturkosten decken können. Ja, sagt Nina, wie viel würden das sein? Ja, so 300 Euro, ja, gebe ich Ihnen. Und das nutzt diese Pflegekraft aus. Jo, will ich da aber jeden Monat haben. Ja, dafür, dass ich die Klappe halte, dass das so hier abgelaufen ist. Ja. Und ja, natürlich mit gefangen, mit Gang, ja. Nina hat sich natürlich irgendwie selbst dazu zum Bein gestellt und muss jetzt wohl oder übel irgendwie einlenken und lässt sich darauf dann ein, ja. Naja, aber wie gesagt, die Ann, die Tochter von Mado, die freut sich auch irgendwie, dass jetzt natürlich noch eine Bezugsperson da ist und dass ihre Mama jetzt umso besser versorgt ist, weil die sieht schon recht vertrauenswürdig aus, ja, und die kennen sich wohl auch schon länger. Und aber eines Tages, als die Tochter in Mados Wohnung wieder ist, um ja, ihm was sauber zu machen oder um ihre Mama ja, eben einfach was eingekauft zu haben oder eben, weil sie sich darum kümmern will um was und ihren Sohn mitgenommen hat, der sich so ein bisschen Fotoalben anschaut und sagt, guck mal, wer ist denn das da? Ja, das ist deine Oma, als es so in meinem Alter war, also so in den 40er, vielleicht Ende 30er so, ja. Und aber guck mal, die eine da sieht auf dem Foto so aus wie die Nachbarin da. Nur ein bisschen jünger, ja, aber schon ein bisschen so Ähnlichkeit hat die. Was meinst du, Mama? Und da merkt Ann plötzlich, holla, ja, okay, kennen die sich schon länger, weil das muss auf jeden Fall von vor 20 Jahren oder 15 Jahren her sein, jedenfalls deutlich länger. Ja. Und ihre Mutter hat aber nie etwas davon erzählt, das ist ja klar. Ja. Weil, was habe ich am Anfang gesagt? Ja? Das war eigentlich Stillschweigen. Und sie hat jetzt natürlich gedacht, Mado und Nina sind bloß freundschaftliche Nachbarn. Ja? Die sich jetzt halt mal, weil sie sich schon länger kennen, eben vom Haus her, dass sie sich darum kümmert. Aber jetzt wird Anne ein bisschen stutzig, ja, und merkt irgendwie, sie schaut dann alte andere Fotos nach oder an nochmal und sieht immer wieder irgendwann diese Nina. Ja? Und ihr schwant jetzt plötzlich irgendwas. Ja? Hat meine Mama vielleicht ein Doppelleben geführt? Oder wurde sie verführt dazu, einfach so zu tun, als sei sie gleichgeschlechtlich vielleicht und soll vielleicht gar nicht so sein, was in ihrem Kopf also abgeht, weiß ich nicht direkt. Ja? Wird auch nicht ersichtlich, aber sie ist irgendwie geschockt und will es auch nicht wahrhaben, dass eventuell diese Thematik jetzt auf sie zukommen könnte, dass Mama einfach ja, beider Geschlechter ja, zugetan ist, ja, kann man so sagen. Und also das verstehe ich jetzt auch überhaupt nicht von der Tochter dann, ja. Kurzerhand hat sie sich dann entschlossen, damit diese Verbindung unterbunden wird zwischen Nina und Mado, jo, bringt sie Mama erstmal
ins Pflegeheim unter, ins nächstbeste Pflegeheim unter, ja, wo sie dann auch neue Medikamente eingestellt bekommen, was die Tochter an sehr merkwürdig findet. Warum wird sie jetzt schon wieder anders eingestellt mit den Medikamenten? Und die haben natürlich dann ihre Anweisungen, die Schwestern und alle. Und sie redet dann aber auch mal mit dem Arzt, der ihr das so ein bisschen erklärt. Anschaut dann mal so nebenbei aus dem Fenster von diesem Chefzimmer da, ja, wo sie gerade mit dem da redet. Und sieht das, wo Nina ebenfalls zum Pflegeheim gekommen sein muss, irgendwie. Ja, und sieht, wie ihre Mama und sie plötzlich da im Park spazieren gehen und irgendwie entschwinden. Ja, sie findet die dann plötzlich nicht mehr. Also die sind weg, ja. Nämlich weil anscheinend irgendwer ein Tor offen gelassen hat und Nina natürlich meint, darf sie nicht versauern, das ist klar, ja. Nun ja, also das ist so direkt so mal die Geschichte so im Groben. Ich habe versucht, nicht zu viel zu spoilern, weil ein bisschen Spannung muss ja schon noch da sein. Ja. Und es ist, wie gesagt, ein Beziehungsdrama, mal auch von einer anderen Art und Weise her. Es ist jetzt nicht wie ein typischer französischer Film, wie man sich den vorstellt. Für mich persönlich ist als Einschätzung, meine Einschätzung zum Film, er war wirklich mal interessant, auch mal einfach nur mal das aus einer ganz anderen Perspektive zu erzählen, wie es eben aussehen kann, dass selbst in der heutigen Zeit es noch Leute gibt, wenn sie dann ein gewisses Alter erreicht haben, sich immer noch nicht trauen, zu sagen, wie sie ja, einfach fühlen, was sie fühlen. Ja. Und dann natürlich mit dem Hintergrund, was passiert, wenn derjenige sich plötzlich nicht mehr äußern kann, eben durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, die jetzt zum Beispiel Mado ereilt hat, fand ich mal sehr interessant. Leider ist allerdings nicht so, wer jetzt wirklich auf einen guten französischen Film so in der alten Manier so hofft, muss ich sagen, es ist ein bisschen anders, ja, und vielleicht liegt es auch daran, weil dann auch noch Belgien und Luxemburg daran beteiligt waren, man hat tatsächlich, jedenfalls ging jetzt mir so, nicht wirklich ein französisches Gefühl, in Anführungszeichen, wie man es hat, wenn man sonst so schöne französische Filme vor sich hat. Also er ist sehr, ja, schon fast schon trocken gehalten, sehr, ja, so fast schon so ein bisschen kammerspielartig, würde ich sagen, denn es spielt sich immer eigentlich so auf dieser, außer wenn man jetzt Ausflüchte hat zum Pflegeheim oder immer kurz im Park, wo der auch nochmal ein zentrales Thema ein bisschen wird, aber ansonsten läuft sich das immer so auf dem Hausflur ab, ja, und ja, das ist so ein bisschen, also man könnte schon fast sagen, vielleicht gar nicht so kammerspielartig, aber so autorenfilmmäßig, ja. Es ist ganz interessant, mal zu sehen, wie das jetzt so gelaufen ist, wie man den Film so inszeniert hat, wie man ihn umgesetzt hat. Barbara Sukowa spielt die Rolle wirklich sehr gut, muss man wirklich sagen. Eben die Freundin, die von niemandem weiter so wahrgenommen wird, als das, was sie dann für Mado bedeutet. Das nimmt man ja auch wirklich ab. Allerdings bemängle ich an dem Film eben durch Barbara Sukowa, obwohl die sehr, sehr gut gespielt hat, man kann da nichts sagen. Der Film wurde auch mehrmals ausgezeichnet, ist auf sehr vielen Festivalen gelaufen und so. Aber dadurch, ich glaube dadurch, das ist ein großer Punkt, dass dieser Film eher so deutsch fast daherkommt, ja, anstatt französisch auf den Zuschauer zu wirken. Es ist zum Beispiel auch so, dass auch direkt gesagt wird, dass Nina aus Deutschland kommt, ja, aus Berlin ursprünglich, und aber nach Frankreich dann gezogen ist, weil sie eben immer viel rumgereist ist und irgendwann in Frankreich hängen geblieben ist, ja, weil ihr das ja gut gefällt. Und aber dadurch kommt eben dieser Flair dieses wirklichen französischen Kinos nicht wirklich zum Tragen. Manchen wird es vielleicht gar nicht so unrecht sein, dass das mal so ist, dass man einfach mal sagt, okay, mal nicht dieser typische französische Film, sondern auch ein Film, der in Frankreich gespielt hat, aber doch schon nicht dieses, ja, dieses Flair so direkt zu merken ist. Ja, das wird vielleicht einigen vielleicht sogar gefallen, mir jetzt weniger, ja, weil wenn ich einen französischen Film sehe, möchte ich auch gerne französische
dieses, ja, dieses französische Gefühl dann haben halt, ja, dieses gewisse Etwas, das französische Filme so sehr ausmacht. Und wenn natürlich dann irgendwie so ein deutscher Schauspieler generell mitspielt, ist das immer so eine Sache. Ja, man weiß dann ja auch als im Hintergrund, ja, ist halt eigentlich deutsch, ja. Und dann, ja, mir hat das jetzt nicht so gefallen, obwohl die Thematik sehr, sehr gut ist, muss man wirklich mal sagen. Aber wirklich so ein bisschen Autorenfilmmäßig, ja. Wenn man jetzt ein bisschen Fassbinder, habe ich so gedacht, es war so ein bisschen für mich so eine Art, es hat mich sehr angehaucht, irgendwie so vom Fassbinder, diese Hausflure da, die da schon ein bisschen abbröckeln da im Hausflur, ja, die Wände und so. Und man kommt sich wirklich so vor, schon so ein bisschen wie in den 80ern zurückversetzt, wenn man die Wohnungen und den Hausflur sieht, ja, so, ja, also es ist nicht dieser typische Flair, der mir eben gefehlt hat, ja, für französische Filme. Und natürlich umso mehr Länder da noch mehr Einfluss genommen haben bei der Produktion, eben Belgien und Luxemburg, ja, dann wird es natürlich auch sehr ersichtlich, dass es nicht unbedingt jetzt eine typische, schöne französische Tragikomödie ist, ja, was ein bisschen mir sehr, ja, für mich persönlich aufgestoßen so ist, ja. Aber die Thematik ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Auch Martine Chevalier hat wunderbar gespielt, denn am Anfang konnte sie ja noch sprechen, laut Drehbuch, ja. Und dann durfte sie überhaupt nicht mehr sprechen, ja. Also sie musste quasi sehr viel nur noch mit Gestiken arbeiten oder eben sehr bewegungslos, auch emotionslos im Gesicht ausschauen. Das hat sie wirklich wunderbar gemacht, ja. Das nimmt man beiden schon so ab, ja. Aber es ist irgendwie sehr trocken gehalten, der Film. Also er ist nicht auch irgendwie ausgeschmückt. Also er erzählt einfach das, was da passiert, und danach wird gehandelt und mehr ist da nicht. Da wurde jetzt nichts, wie gesagt, ausgeschmückt, nichts weiter. Es ist daher, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen trocken, der Film, für meine Belange, aber es ist auch mal gut, dass es nicht immer so dieses, ja, da müssen wir noch dies dazu noch tun, dass es noch eindeutiger wird oder noch da was tun, dass vielleicht das nicht so, ja, irgendwie so für manche vielleicht nicht so toll erscheint, ja, dieser Film. Nee, es ist schon richtig so, wie der Film so konzipiert wurde, wie der wirklich auch gedacht ist. Und der Erfolg muss ja da gewesen sein. Es gab viele Nominierungen, sehr viele Auszeichnungen für diesen Film. Ja, da kann man nicht meckern. Ja, es war meine Erfahrung für sich. Den Trailer, den verlinke ich euch unten auch wieder. Natürlich, den gibt es auf Deutsch, den könnt ihr mal schauen. Und dann habe ich den gefunden auf einer Videoplattform, wo ihr dann diesen Film einfach so schauen könnt, ja, wenn ihr da mögt. Wenn euch die Filmreview so ein bisschen angesprochen hat und vielleicht die Thematik euch einfach mal so interessiert. Ich wollte ihn mal jetzt ins Programm nehmen, weil ich wirklich meine, dass er wirklich anders mal daherkommt. Also jetzt nicht so dieses typische Französische, ja. Und manche vielleicht sagen dann schon, ja, oh, cool, ist schon wieder ein französischer Film, ja. Nein, er ist wirklich diesmal wirklich sehr, sehr anders. Eben, wenn ihr schon merkt, dass ich so sage, ja, mir hat er jetzt nicht von der Machart so direkt gefallen, von der Thematik sehr gut und auch von den schauspielerischen Leistungen auch sehr gut, ja, dann könnt ihr schon wissen, dass dieser französische Film wirklich anders ins Blickfeld des Zuschauers fällt, ja, oder fallen kann zumindest. Ja, das war's heute eigentlich von dieser Filmreview oder zu diesem Film, die Filmreview, ja. Und ja, ich hoffe, es hat euch vielleicht wieder ein bisschen gefallen. Wenn dem so sein sollte, bitte Däumchen nach oben, abonniert Cooles Filmwelt, aktiviert die Glocke, damit ihr niemals mehr irgendwas verpasst von mir, wenn ich was hochlade. Das jetzt hier wird gleich jetzt nochmal ein bisschen geschnitten und dann lade ich es hoch und dann findet da unten alle Informationen zu dem Film, auch nochmal, was ich gerade gesagt habe, Trailer und sonstiges, unten in der Videobeschreibung. Ja. Bis dahin sage ich jetzt erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich euch einen guten Filmtipp mit auf den Weg geben konnte. Und genießt ihn dann oder macht euch mal ein eigenes Bild davon. Bis dahin sage ich jetzt erstmal wieder Salut, Abenteuer, mes amis. Eure Kulle. Tschüss.